Gemeinsam entdecken. Der Ravensburger Podcast. Bald ist es soweit. Er steht in den Startlöchern. Der Ravensburger Podcast gemeinsam entdecken. Und hey, ich freue mich wahnsinnig drauf. Und bald bekommt ihr all die Antworten auf die Fragen, die euch interessieren. Wer entscheidet eigentlich, ob ein Spiel in den Laden kommt? Wie entsteht ein Puzzle? Was bedeutet es überhaupt, ein Familienunternehmen zu sein? Und wo kommen die ganzen kreativen Ideen her? Die meisten von euch kennen natürlich unsere Produkte, unsere Spiele, Puzzles, Bücher. Wir entdecken mit euch gemeinsam die Welt hinter diesen Ravensburger Produkten. Und wir zeigen euch auch die Menschen, die dahinter stehen. Was sie antreibt, was sie bewegt, was sie bei uns tun und warum. Aber wir wollen natürlich auch Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation und Internationalität beleuchten. Ich bin Katrin Seemann, PR-Manager für Games bei Ravensburger. Und ich bin Tristan Schwensen, Manager Archives bei Ravensburger. Wir beide moderieren diesen Podcast und wir führen spannende Interviews, wir machen Reportagen und binden natürlich auch eure Sicht auf die Themen mit ein. Und in der ersten Folge geht es um das Thema Faszination Puzzle. Jetzt haben wir nebenher auch das Geheimnis gelöst, wie viele Puzzleteile ein 1000-Teil-Puzzle wirklich hat. Ja, es sind nicht 1000, es sind 1800. Wir zeigen euch, wie Puzzle entstehen, was das Besondere an unseren Puzzles ist und was das Ganze mit Uhrmacherpräzision zu tun hat. Und warum man eben diese Uhrmacherpräzision auch dann noch merkt, wenn man zu Hause selber puzzelt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn es das erste Mal heißt, der Ravensburger Podcast gemeinsam entdecken. Und damit ihr nichts verpasst, könnt ihr uns natürlich schon jetzt auf eurer Lieblingsplattform abonnieren. Bis bald. Wir hören uns. Gemeinsam entdecken. Der Ravensburger Podcast.